Herzlich willkommen zu Kossendals Videothek. Ich bin ganz aufgeregt, denn ich habe heute ein Geschenk bekommen. Und zwar dieses Geschenk. Ta-ta-da-da! Sind wahnsinnige 25 Cent. Diese 25 Cent bekomme ich und ganz viele Kollegen von der Regierung, nämlich für jede abgegebene Arzneimittelpackung. Schlaue Köpfe haben sich das schon ausgerechnet und haben gesagt, oh, das sind ja deutschlandweit 190 Millionen Euro, die da verschenkt worden sind. Das ist aber eine große Summe. Warum das nicht so ist und warum ich mich, wie viele meiner Kollegen, nur ein bisschen freuen kann, bis gar nicht, das möchte ich euch jetzt einfach mal erklären. Und zwar anhand von Fakten und nicht anhand von Vermutungen oder irgendwelcher Stammtischparolen. Es sieht so aus, dass wir Apotheken, hier sieht man es, einen großen Haufen Geld in den Jahren 2011 und 2012 eingespart haben. Und zwar ganze 800 Millionen Euro. Diese riesige Summe war so groß, dass das bei vielen Apotheken dazu geführt hat, dass sie wirklich kurz vor der Existenzbedrohung stehen oder eben auch sogar schon zumachen mussten. Das hat jetzt auch die Regierung erkannt und hat gesagt, na gut, dann geben wir euch was zurück. Das sind ganze 190 Millionen Euro. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, es kommt jemand und nimmt euch 1,05 Euro weg. Dann kommt er anderthalb Jahre später, guckt sich euch an und sagt, du siehst aber gar nicht gut aus. Ich glaube, dir ist das nicht bekommen, dass ich dir damals die 1,05 Euro einfach weggenommen habe. Weißt du was? Hier hast du von mir mal 25 Cent. Dann geht's dir bald bestimmt wieder besser. Und vergiss nicht, Danke zu sagen. Was würdet ihr da denken? Gut, sagt's nicht laut, weil ich glaube, dieses Bild sagt ganz deutlich das, was wir alle darüber denken würden. Warum das uns Apotheken nicht bekommen ist und dass das auch tatsächlich so ist, das möchte ich euch mal mit diesem Bild zeigen. Und zwar sehen wir hier die Zahl der Schließungen von Apotheken alleine nur in diesem Jahr von Januar bis jetzt. Das sind tatsächlich 22 Apotheken, die bis jetzt in diesem Jahr schon schließen mussten. Und das schlimmerweise vor allen Dingen im ländlichen Bereich. Ich möchte heute auch mit ein paar Vorurteilen aufräumen, weil ich ein großer Freund bin von Fakten. Und das erste Vorurteil ist, es gibt zu viele Apotheken. Dem ist aber gar nicht so. Und warum das so ist, sehen wir hier. Wir haben 21.000 Apotheken mit 150.000 Mitarbeitern. Und davon sind doch tatsächlich 15% männlich und 85% weiblich. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an Ministerin Schröder. Frauenquote, sowas haben wir überhaupt nicht nötig. Weil bei uns in der Apotheke arbeiten Frauen einfach deshalb, weil sie gut sind. Schauen wir uns andere Branchen an. Elektrotechniker. Wir haben 50.000 Betriebe mit 400.000 Mitarbeitern. Autowerkstätten haben wir tatsächlich 47.000 in Deutschland mit 500.000 Mitarbeitern. Und Bäckereien gibt es 45.000. Würde einer von euch auf die Idee kommen zu sagen, es gibt zu viele Bäckereien in Deutschland? Oder, oh, ist dir mal aufgefallen, wir haben viel zu viele Autowerkstätten? Und ich glaube ganz ehrlich, ihr bringt euer Auto weniger im Jahr in die Werkstatt, als dass ihr in die Apotheke kommt. Oder braucht ihr öfter einen Ölwechsel als eine Kopfschmerztablette? Jetzt fragt man sich im Umkehrschluss mal, wie schaffen es die Apotheken mit nur 21.000 Betriebsstätten, eine Rundumversorgung auf die Beine zu stellen, die flächendeckend ist, die 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche ist. Wie geht das? Und wenn man sich dann noch überlegt, dass jeder Patient maximal einen Weg von 15 Kilometern im Notdienst zurücklegen muss und der Apotheker für diesen Dienst gerade mal pro Patient 2,50 Euro bekommt, dann setzt das mal in Relation. Und kleiner Tipp, fragt doch mal euren Schlüsseldienst oder den Installateur, ob er für 2,50 Euro am Wochenende kommt und euer Rohr freipustet oder die Tür öffnet. Aber zieht den Kopf ein, weil ich glaube, es könnte ein Schuh fliegen zur Antwort. Ein weiteres Argument ist immer, naja, die Apotheken kosten aber ja die Krankenkasse Geld. Das ist ja beim Bäcker oder beim Elektrotechniker nicht der Fall. Nun gut, auch mit diesem Vorurteil lässt sich aufräumen. Die Ausgaben für Apotheken der Krankenkasse betragen gerade mal 2,5%. 2,5%. Da gibt es wohl Bereiche, wo die Krankenkasse viel mehr sparen kann. Die Krankenkasse gibt mehr Mehrwertsteuer für Arzneimittel aus, als sie an die Apotheker zahlt. Die Krankenkasse verschlingt einen riesigen Teil selbst für ihre Verwaltungskosten. Auch darüber wäre einfach mal nachzudenken.
Wer jetzt glaubt, dass wir Apotheker alle total aus dem Häuschen sind und definitiv die FDP wählen werden in der nächsten Bundestagswahl. Ganz ehrlich, das ist nicht nur meine Meinung. Philipp Rösler, nein, danke. Es gibt aber einen Grund, Danke zu sagen und sich auch heute zu freuen. Nicht über die 25 Cent, aber man kann sich über eine andere Zahl freuen. Und diese Zahl lautet 3,5 Millionen. Das ist nämlich die Zahl der Kunden, die jeden Tag die wohnortnahe Apotheke aufsucht. Und das, finde ich, ist doch wirklich Zuspruch genug. Da brauchen wir Herrn Rösler doch gar nicht, oder? Ich jedenfalls möchte persönlich auch Danke sagen für meine Kunden. Und dafür bekommt ihr von uns ja als Dankeschön eine Überdosisberatung als Nebenwirkung unseren guten Service und nicht zu vergessen unsere Wechselwirkung. Das ist nämlich Menschlichkeit. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr wiederkommt und ihr könnt mich auch gerne solche Fragen mal fragen, wenn es Themen gibt zur Politik oder einfach ihr Dinge nicht verstanden habt, fragt. Ich räume gerne mit Vorurteilen auf, weil Fakten sind immer besser als irgendwelche Parolen. In diesem Sinne, einen schönen Sommer noch.